Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Heute geht's weiter mit der Stehlen-Challenge. Und wie ihr vielleicht seht, befinden wir uns jetzt hier aktuell auf einem anderen Grundstück. Denn ich weiß nicht warum, aber ich konnte ja in den letzten Haushalt leider nicht mehr rein. Das heißt also, Connys Bett steht immer noch da. Was aber nicht so schlimm ist, denn die Conny hatte im letzten Teil Geburtstag. Und wie wir sehen, ist sie endlich zum Kind herangewachsen. Und sie ist wirklich so hübsch geworden. Und im letzten Teil hatte Mia ja auch noch ein kleines Techtelmechtel. Und ja, daraus hat sich dann nochmal ergeben, dass die gute Mia schwanger ist. So, wir werden natürlich jetzt hier dann erst einmal den allerersten Einbruch starten. So, und diesmal lassen wir Conny natürlich draußen. Conny beobachtet einfach hier diese Sim-Dame, wie sie hier im Hochsommer in diesem heißen Kleid rumfährt. Wir werden Conny jetzt hier einfach mal angeln schicken, damit Mia sich mit der Dame, die auf dem Fahrrad saß, auch unterhalten kann. Aber das möchten wir jetzt natürlich nicht. Geh bitte mal weg und dann werden wir jetzt hier einmal das Ganze aufbrechen. So, das Wichtigste ist natürlich, dass Mia jetzt hier einmal versucht, etwas zu stehlen. Und dass wir halt auch noch genügend Zeit haben, dass Mia sich hier einmal duschen kann. Jetzt ist die Frage, wir werden jetzt hier einmal das Radio versuchen zu stehlen. Mia, würdest du bitte aufhören, jetzt deinen Babybauch zu streicheln? Das kannst du gleich machen. Und dann werden wir jetzt hier einmal die Gitarre mit dem Diebesgutzauber nehmen. Wir werden dann jetzt hier einmal noch schnell duschen. Conny hat die Angelfähigkeit erworben und die Denkfähigkeit, also die Mentalfähigkeit. Das ist schon mal gut. Und dann kann Mia sich jetzt hier auch schnell was zu essen nehmen. Sie kann sich jetzt hier einmal Apfelmus nehmen. Und dann kommt Conny bitte auch einmal hier hin und nimmt sich dann einmal... Warum kann sie sich die Reste nehmen und Mia muss sich etwas zubereiten? Naja, wie auch immer. Wir haben sie definitiv jetzt nicht nur auf eine Art und Weise bestohlen, sondern eben ja auf zwei oder sogar drei vielmehr. Weil sie hat ja einmal das Wasser gestohlen und beide stehlen ja jetzt hier auch noch etwas zu essen. Okay, Conny hat nichts mehr abgekriegt. Dann werden wir jetzt hier nochmal eine schnelle Mahlzeit rausnehmen. Und dann werden wir jetzt hier einmal das Essen... Was hat Conny hier? Verbotene Wörter brüllen. Beide haben es gemacht. Dann werden wir jetzt hier einmal ganz schnell noch zusammen hier hingehen, damit eben keiner sieht, dass wir jetzt hier aus diesem Haus rausgekommen sind. Und hat super geklappt. Wir haben uns einfach hier unterhalten. Wir können hier jetzt mal ein bisschen shakern. Und dann werden wir uns natürlich hier einmal... unseren, ja, Mitbewohnern vorstellen. Wer ist hier unser Mitbewohner? Ich weiß, dass die gute Brittany hier wohnt. Brittany Schwarz. Wir werden sie jetzt hier einmal um ein Foto bitten. Okay, Brittany ist zur Arbeit gekommen. Das ist nicht so schlimm. Dann wird Mia jetzt hier sich einmal schlafen legen und Conny wird dann jetzt hier einmal die sanitären Anlagen benutzen. Im Moment sind wir hier alleine und ich finde, da der Haushalt ist auch ja ein wenig voll für das, was hier jetzt geboten wird. Und hier kommen dann ja die ersten Mitbewohner nach Hause. So, mal schauen, ob wir hier dann auch noch duschen gehen dürfen oder ob der gute Johnny sagt, hey, das tun wir nicht. Okay, bei Conny dürfen wir es dann auch nicht. Habt ihr das gesehen? Er hat ein Foto gemacht, ein Beweisfoto, dass Conny hier geduscht hat. Johnny, sowas macht man nicht. Wir werden uns dann jetzt hier trotzdem einmal respektvoll vorstellen. Und dann werden wir dann jetzt hier noch hier diesen jungen Kerl kennenlernen. Auch hier werden wir uns dann einmal freundlich vorstellen. Und Mia wird jetzt angerufen. Clementine fragt sich, ob ich zu ihr rüberkommen möchte und abhängen will. Können wir gerne machen. Dann wählen wir natürlich auch Conny aus, weil Conny muss ihre Tante ja auch mal kennenlernen. Wir sind jetzt hier auf dem Grundstück angekommen und es ist definitiv das Haus der Krusels. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wären wir nicht hier hingegangen. Aber nichtsdestotrotz wird mir jetzt hier einmal auf die Toilette gehen. Okay, wer ist... Ach ja, stimmt ja. Hier ist ja Cassandra gestorben. Stimmt ja. Jetzt ist die Frage, wer läuft hier rum? Archie. Gott, das ist Archie. Das ist der... Einer der letztgeborenen Kinder von Sophie. Total knuffig. Haben wir direkt mal einen Screenshot gemacht, damit wir das jetzt auch hier unseren Stammbaum weiterführen können. Wer läuft hier rum? Archie, Lea. Wen haben wir hier? Wir müssten eigentlich noch Royce finden. Hier ist Royce. Wen haben wir hier? Hier haben wir Gina. Okay, also sie wohnen wohl alle noch hier in diesem Haushalt. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Mal schauen, ob Bruno noch hier wohnt. Hier ist der gute Mortimer. Aber Bruno scheint hier nicht mehr zu leben. Er hat einfach... Obwohl, nee, das sind nicht seine Kinder. Ich glaube, seine Kinder heißen anders. Da werde ich mal ganz kurz reinschauen.
So, Bruno, wo bist du? Okay, wir müssen erstmal bei Sophie reinschauen. Und dann hier haben wir Bruno. Bruno ist jetzt mit Serena verheiratet, okay. Und er hat seine Kinder Laura und Marie anscheinend mitgenommen, weil die wohnen ja aktuell nicht mehr hier. Das hätten wir definitiv gesehen, wenn hier noch Kleinkinder wären. Und er hat eine neue, nee, er hat eine Stieftochter namens Luisa. Okay, alles klar. So, Conny, wo bist du? Conny möchte sich einmal ein wenig hinlegen. Das kannst du einmal hier machen und mal schauen, was Mia dann so macht. Mia möchte sich auch ein wenig hinlegen. Dann würde ich sagen, lasse ich die Familie Frost, ja, sich einmal ein wenig ausruhen und wir sehen uns dann morgen nochmal. Okay, jetzt haben wir die Benachrichtigung bekommen, dass irgendwas schief läuft bei Mia Schwangerschaft und wir sollten dringend den Arzt aufsuchen. Und wir werden jetzt hier definitiv einmal schauen, wo wir das machen können. Okay, sie geht alleine schon ins Krankenhaus. Hoffen wir einfach, dass alles gut wird. Och nein, Mia hatte eine Fehlgeburt. Och je. Okay, also. Ja. Leider hat Mias Baby es nicht geschafft. Wir haben jetzt hier eine Urne im oh Gott. Es wären Zwillinge geworden. Och nein, die Arme. Das tut mir so leid für sie. Sie wollte zwar halt nie schwanger werden, aber ja, das wünscht man halt trotzdem keinen. Und sie ist natürlich deswegen auch sehr, sehr traurig. Und wir werden ihr jetzt hier einmal die Möglichkeit geben, ja, sich etwas zu essen zu holen. Und dann wird auch sie, ja, sich schlafen legen. Und wir sehen uns dann morgen nochmal. Der nächste Morgen beginnt für Mia, ja, schon mitten in der Nacht. Sie fühlt sich einfach nicht gut. Und aus diesem Schmerz heraus muss sie jetzt einfach irgendwas stehlen. Und wir werden jetzt einfach mal hier runtergehen und werden dann eben hier einmal hier versuchen, die Couch noch zu stehlen. Mia, du musst dafür aber ein wenig schneller kommen. So, dann werden wir das hier jetzt einmal versuchen, mitgehen zu lassen. Und das hat erfolgreich funktioniert. Dann werden wir natürlich auch noch hier uns die Lampe mitgehen lassen. Und ich würde sagen, so niedergeschlagen, wie Conny jetzt hier aktuell ist, lassen wir die Familie Frost auch nochmal zurück. Im nächsten Teil werden wir dann wieder zurück zur Familie Schwarz gehen und werden natürlich dann jetzt hier noch vorher einmal das Feuer löschen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!